Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18 mit dem SV Meppen und mit Teuto. Servus! Und ich muss auch sagen, selbst nach der fünften Folge, die das ja jetzt hier ist, fällt mir das Ganze immer noch schwer. Ich bin immer so ein Gedanke. Ja, du hast schon wieder das Eisern Union auf den Lippen gehabt. Ja, genau, das geht so flüssig nach 70 Folgen geht das so flüssig runter, da musst du echt arbeiten, dass das nicht so kommt. So, insgesamt haben wir jetzt, ich glaube, eine Woche nur gehabt, so zwischen dem Turnier und dem ersten Ligaspiel, genau, was jetzt hier kommt. Und in der Zeit ist nur eine einzige Sache passiert, und zwar, dass Robben verkauft wurde und wir 15.000 dafür kriegen. Immerhin. Ja, das ist ja was. Ja, aber wir sind jetzt bei fast 300.000, da müssen wir jetzt gucken, was dann auch irgendwie kommt. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt für den Saisonauftakt. Es ist ja noch eine ganze Weile Zeit und wir haben ja trotzdem jetzt einige Spiele, weil die dritte Liga fängt ja um einiges eher an als die zweite und die Bundesliga. Richtig. So, Holthaus stellen wir natürlich direkt auf, wo der Vrsovic verletzt ist. Ansonsten denke ich mal, kann man auch mit der Startelf direkt durchgehen, ne? Ja, würde ich auch so sagen. Dann wollen wir mal gucken, wie wir jetzt dann wirklich im Vergleich zu den anderen Mannschaften dastehen, ey. Erstes Ligaspiel. Bin gespannt. Ja, wie das jetzt läuft. Also, ich kann noch mal kurz sagen, in echt war Würzburg gegen Meppen, glaube ich, ein 2-2. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ja, ein 2-2. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte. Glaube ich. Kann man doch nachschauen. So, dabei machen wir uns hier auf. In unserem Stadion, ja, das habe ich zwar umbenannt, aber darauf scheißt er ja gekonnt. Dankeschön. Supi, also spielen wir im Town Park, obwohl ich das Ding umbenannt habe. Ihr mich auch. Ja, gut. Geht, ne? Ist zumindest ländlich genug. Das stimmt schon mal überein. Gut, dann wollen wir mal. Erstes Saisonspiel. Wir gehen an den Start. Also das Gute schon mal an unserem Stadion ist, es gibt nicht diese... Genau, 2-2 hat die Meppen gespielt im ersten Spiel. So, wenn wir auch ungefähr, also ein Punkt, gut, es ist halt Absteiger Würzburg, ne, ich weiß jetzt nicht. Also, real-life-mäßig spielen natürlich schlecht, aber so insgesamt, was sagst du? Was wäre das Ziel hier? Ich denke, ein Punkt sollte drin sein. Freistoß für uns, Vorteil wird abgepfiffen. Ja, mal gucken. So, ja, Freistöße sind immer gefährlich, obwohl ich mit diesen Teilen neuerdings ein paar Probleme habe, weil die nicht immer so ankommen, wie ich das will. Sieht man hier. Kann auch vielleicht daran liegen, dass die Freistoßpräzision der Schützen einfach so kacke ist. Weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht herausgefunden. So, schnell dazwischen gehen. Sehr gut. Mal gucken. Also ein Punkt, damit wäre ich auch ganz zufrieden dann. Wenn wir damit starten können, dann direkt geht es ja, glaube ich, zweiter Spieltag müsste Preußen Münster dann sein. Da muss man auch mal gucken. Ist auch jetzt nicht die schlechteste Mannschaft. Oh, da kommt der Ball schon gut. Erstmal Ecke. Ja, gegen Preußen Münster hatte er dann 3-0 verloren. Richtig, da gab es auch einen Sack. Da habe ich mich den ganzen Tag drauf gefreut auf das Spiel und dann kam so eine Dresche. Das Bild momentan ein bisschen, deswegen kann ich nicht viel erzählen. Ja, gut, dann übernehme ich das mal ganz kurz. Jetzt hier Würzburg im Aufbauspiel, nachdem ich gerade einen Ballfluss hatte auf dem rechten Flügel durch Van Bergen. Schopan jetzt hier über die linke Seite und zurück ins Zentrum. Und da bin ich mit Leugas zwischen und der Ball verspringt natürlich, war ja klar. Königs. Rüber auf Karan Dingskirchen, den ich jetzt nicht so schnell aussprechen konnte. Und jetzt sind wir beim Ballbesitz. So, wollen wir mal gucken. Van Bergen, kannst du da jetzt vorbeigehen? Nee, das ist zu knapp. Das ist zu knapp, die Laufdistanz. Aber der Pass zu Skaczewski war gut. Und jetzt können wir mal die Flanke schlagen. Na, Neumann dazwischen, Eckball. So, vielleicht mit unserer neuen Spezialwaffe. Neuen alten Spezialwaffe. Ach, der ist zu weit, ja. Der war zu hart geschlagen. Das wurde geklärt. Einwurf. Ah, Van Bergen auch mit einer schlechten Ballannahme.
Würzburg wieder im Ballbesitz hier. Ja, der ist noch nicht so stark wie im Unionsspiel. Nee, nicht wirklich. Das, also ich merke, dass die Unterschiede so zwischen 75, was du dann vielleicht in der Bundesliga spielst, so und das hier, das durchaus vorhanden. So, körperlich robust in den Zweikampf gegangen, aber wir haben den Ball, das ist alles und das ist kein Foulspiel, das reicht mir. Oh, der ist so präzise. Aber Ball macht das dazwischen. Oh, Bock in der Würzburger Abwehr. Schick, Giert. Oh, shit, Hesel. Mist. Schade. Ah, nicht so ganz vorbei. Ah, Van Bergen kann sich da aber nicht, kommt da nicht mehr zum Abschluss. Ja, Würzburger Abwehr spielt ganz interessante Dinge, muss ich gerade feststellen. Wieder sind wir im Ballbesitz. Also bei denen stimmt das noch nicht so. Die ersten paar Minuten. Van Bergen über den rechten Flügel außer Drehung Ecke. Also bist du auf jeden Fall schon mal gut dabei. Würde ich auch so sehen. So, Ecke kommt. Ah, das war nichts. Und Einwurf, da kommt auch nicht Van Bergen hin bei seiner Geschwindigkeit. Herkes, Van Bergen. Ah, Flanke abgefangen von Chopin. Wobei, so würde ich als Verteidiger da nicht hingehen. Da ist die Gefahr eines Handspiels doch sehr groß. Ja, Handspiel wird ja nicht gepfiffen. Doch. Oder hast du das angestellt? Habe ich angestellt. Hast du angestellt, okay. Kanatowski, ach komm, da war wieder ein Fuß zwischen. Und sogar Abstoß, oh, das ist natürlich doof. 130 ja, das ist, also irgendwie habe ich hier auch das Gefühl, dass es teilweise Abstoß gibt, obwohl es hätte Ecke sein müssen. Ich habe jetzt ein paar Mal schon gedacht, oh, das war's doch, aber jetzt hat man noch gehört, dass der noch abgeprallt ist. Dann gab es trotzdem Abstoß. Oh shit, schöner Pass eigentlich, schöner Gedanke, aber nicht angekommen der Ball. Und das vermiest natürlich die gesamte Aktion. Jetzt Würzburg mal über den rechten Flügel. Muss ich aber direkt hin mit Ballmatt und der hat dann auch den Ball. Kanatowski, Leugas. Ah, Mist. Da hätte ich schneller spielen müssen. Ah, okay, war faul. Dann gibt es Freistoß. So, direkt kurz ausgeführt auf Giert. Ah, Van Bergen. Ich brauchte ein besseres Timing bei deinen Laufwegen. Ah, hallo. Das war doch gezielt. Das hätte man pfeifen können. Ja, fand ich es auch. Ein Freistoß aus der Position wäre schon besser gewesen. Tja, wohin jetzt? Jetzt Gacewski. Ah, hätte ich stärker schlagen müssen. Schade. Ja, also mir fehlt es noch so ein bisschen dabei, so die Kraft einzuschätzen, mit der ich diese Flanken treten muss, neuerdings. Mal ist es zu weit, mal zu kurz. Aber das kriege ich noch auf Reihe mit den Spielen. Da müssen wir einfach ein bisschen Zeit geben. So, Granatowski. Auf Holthaus. Neugas. Außen, ja. Genau. Ah, oh, Van Bergen mit wieder so einer halben garen Ballannahme, ey. Ah, oh, mein Gott. Ja, besten wäre da weggeblieben, dann hätte der andere hingehen können. Der lief nämlich durch. Habe ich nicht gesehen. So, Leugas. Ah, schade. Ja, wieder oh, der ist noch scharf, der ist noch scharf. Jetzt, schön. Ich dachte, der war drin gewesen. Ja, ich auch. Das war aber nur der Hinterpfosten, der Hintertorpfosten, der das Ding abgelenkt hat. Das gucken wir nochmal an. Jo, voll gegen den Hintertorpfosten. Gut, gleich Halbzeit. Aber wir schlagen uns auf jeden Fall ganz gut hier. Würzburg noch ja. Eine echte Chance. Jo, Halbzeit. Ich bin zufrieden. Wie sieht es anders aus, anderweitig? Ah, okay, die anderen Spiele sind schon abgepfiffen tatsächlich. Also die Konkurrenz spielt folgendermaßen. Fortuna Köln gewinnt gegen Aalen 1:0. Halle gegen Paderborn 2:2. Erfurt 1:1 gegen Münster. Lotte 2:2 gegen Rostock. Gut für Lotte. Ja. Bremen gewinnt 2:0 gegen Jena. Jena verliert. Und Haching verliert gegen Bremen. Wow. Ja. Interessant. Okay, wir haben dann sozusagen das Abendspiel quasi. Dann, oder ein Sonntagsspiel, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt dann daraus machen. Ja, der sitzt. Jetzt ist mal Platz, jawohl. Oh. Da stehen sie wieder an dem Weg. Ja, ich habe von meinem eigenen Mann abgeschossen. Ich habe den Giert getroffen. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt mal. Jetzt wird's gefährlich, ja. Genau. Oh. Ah. Torwart kannst du mit Y rausholen, ne? Ja, ich weiß, aber ich wollte das mit dem Verteidiger lösen. Ist mir auch gelungen. Ja, hätte aber uns auch gehen können. Der passt gegen die Rose.
So, aber ich habe tatsächlich noch den Ball, so von Bergen. Hat jetzt mal 2 Meter Platz. Ja, ich kann mal Fahrt aufnehmen. So Wird, geht's. schade. Schönes Schützchen. Wird jetzt auch mal Zeit für den ersten Wechsel, sagen sie mir. Nö, das geht noch. Ja, gut, dann lasse ich das mal. Lasse ich die Jungs mal weiterspielen. Bis jetzt machen sie ihren Job ja auch ganz gut. Kann man nicht klagen. So, Abstoß-Chipball, irgendwie so eine Mischung. Oh, und Giert kriegt das Ding, aber der ist jetzt ganz alleine da. Der ist jetzt viel alleine da. Da muss man mal gucken. Also muss ja doch sagen, die Lücke zwischen Defensive und Offensive ist halt sehr groß, ne? Was die Aufstellung alleine angeht, weil wir mal 2 Sechsern spielen. Nicht wie letztes Jahr mit einem. Ja, aber es ist halt momentan nicht anders möglich. Ja, muss man mal gucken. Ja, geht ja halt auch wirklich nicht anders Nee, so. du kannst das ja dann umbauen, dann musst du halt dementsprechend deinen Spieler holen. Aber momentan musst du erstmal die Spieler holen, die du brauchst, Richtig. um überhaupt irgendeine Aufstellung zu fahren. So, Karanditis, Königs. Oh, was macht jetzt Gazewski denn da? Ach du Scheiße! Schnell dazwischen mit Gebers. Eieieiei. Ist aber definitiv noch heiß der Du Ball. bleibst am Ball, ne? Das ist. So, erstmal Und gerettet. du kannst ja bestimmt den Spielern auch wieder einzelne Anweisungen geben, was die machen sollen. Ja, so Granatowski, ja, der Ball ist ein bisschen stark, kriege ich aber Oh, noch. hol da noch. Ist aber keiner war Oh, damit. und dann ist das wieder so eine komische Flanke. Muss ich also härter treten, muss ich mir echt merken. Wenn ich da auf dem Flügel stehe, müssen die Dinge hart kommen. So, der Raum war mir jetzt hier ein bisschen zu eng. Der muss wieder hinten rumgehen. Ah, Herkes, kriegst du den? Kriegst du den? Oh, ja, Ja. so also mehr oder minder habe ich den Ball. Ah, Ja, schade. schade. Der kommt sogar durch, aber Giert war da nicht schnell genug da. So, jetzt immer wieder ein bisschen hinten rum. So. Also langsam hättest du dir ein Tor auch verdient. Finde ich auch, aber das muss Also ich du einfach. hast auf jeden Fall die größeren Anteile vom Spiel. Ja, und auch die Kombinationen sitzen so langsam. So, jetzt haben wir hier 75. Ich kriege jetzt gerade den Schnellwechsel nicht angeboten, aber ich glaube, jetzt brauchen wir den mal. Leugas ist ein bisschen fettig. Bringe ich den Wagner für rein. Das würde ich erstmal noch lassen. Ich würde mal sogar die Position ein bisschen anpassen. Darf ich das nicht? So. So mache ich das mal. Ja, doch, ich habe das Gefühl, nämlich, dass die Jungs ein bisschen lahm. Also zumindest den Einwechsel mache ich jetzt. Ich kann auch die anderen noch ein bisschen mit warten, so, aber. Zumindest, dass ich hier Ja, mach mit. wie du denkst, du merkst es ja besser beim Spielen. Ja, also jetzt mit Wagner zumindest eine Anspielstation da jetzt habe, schalte ich da ein bisschen um. Weil da fehlt mir so ein bisschen der Mann hinter Giert. Oh, apropos, so. Ah, Ballmat. Shit, den kann ich nicht festmachen. Oh, jetzt ist gefährlich. Jetzt ist gefährlich. Überzahlspiel von Würzburg. Ach, gut, dass Widowitsch Ah, lang schön ist. aufgepasst, Vidovic. Ja. Wäre der nicht 2 Meter lang, ey. Na, Holthaus, unser Neuer. Schön auf Kanatowski. Ah, die Rückgabe war nicht so dolle, aber es ist noch heiß. Ah, ich krieg den Ball nicht. Der will mir den Ball nicht geben. Ah, der Pass war nur so mittelmäßig, kommt aber sogar irgendwie an. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Und auch der Pass war schlecht. Ey, was laufen die? Was machen die Jungs da jetzt? Was laufen die da hin und her? Oh, halt raus, aufpassen. So, jetzt mal mit Heg aus Platz. Ja, das wird nix. Da ist Van Bergen zu klein. Und jetzt laufen die Würzburger Bemühungen. Ja, muss aufpassen. Hätte man auch pfeifen können. Ah, den kann auch So. geschickter wegtreten.
So, jetzt aber dann nochmal die letzten zwei Wechsel für die letzten paar Minuten. Ich bringe jetzt nochmal Kleinsorge für Van Bergen. Und noch einen fürs Mittelfeld. Ich bringe nochmal den Posipal für Herkes. Na, Vorteil wird abgepfiffen. Jetzt 90 plus 2 natürlich nochmal ein Freistoß und die gelbe Karte von Vidovic. Na schlecht. Jetzt muss ich aufpassen, ey. Hoffentlich gibt das jetzt nicht noch auf den letzten Drücker so ein scheiß Drecks-Gegentor. Oh, kurze Variante, aber daneben. Gut, das müsste es dann hoffentlich gewesen sein. Ich klopfe das Ding jetzt nach vorne. Nee, Schiri pfeift noch nicht. Dann nochmal mit. Vielleicht nochmal eine Chance hier, Kleinsorge, der ist frisch. Ah, abgefangen, Scheibenkleister. Ja. Schade. Das war's dann. 0-0. 0-0 Auftakt ist okay. Ja, ich würde sagen, das ist auch für uns in diesem Fall ein Punktgewinn. Also Würzburg ist eine Mannschaft, mit der muss man natürlich rechnen als Wobei du auch Absteiger. besser warst, fand ich. Ja, sagen auch natürlich die Torchancen so. Die haben einen einzigen Schuss jetzt gesetzt, so in Richtung Tor, nicht aufs Tor. Ich dafür drei direkt aufs Tor. Ja, das Ding ist da vor allem gewesen, wo dann der Giert den Ball da nicht gekriegt hat, ey. Ja. Das ist so diese Szene. Gut, okay, dann würde ich sagen, ja, die Ergebnisse erkennen wir ja schon. Dann können wir jetzt mal den ersten Blick auf die Tabelle werfen, die jetzt ja auch ein bisschen anders aussieht. Und zwar folgendermaßen. Ah, auf ganz viel. Achso, ein paar 2-2-Matches hatten wir tatsächlich hier. Zwischen Platz 4 und Platz 9 haben es alle 2-2 gespielt. Die einzigen, die ihre Partie gewinnen konnten, waren bis jetzt Wien, Werder und Fortuna. Und Genau, gegen Groß-Asbach, nee, gegen Haching, Aalen und Jena. wir haben dann jetzt noch Magdeburg, Chemnitz, Zwickau und Groß Asbach, die noch spielen. Das heißt, wir können auch ein bisschen nach unten rutschen. Gut. Okay, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mal ganz kurz zum Training, denn die Einheit wird wieder völlig. Und sehen uns dann gleich wieder. Genau. Bis gleich. So, da sind wir zurück aus der Trainingspause. Und ja, jetzt kommt Preußen Münster, wie schon angedeutet. Und wir kriegen ein paar Transferangebote für Posipal. Na, supi. Sehr schön. Frage ist, den wollten wir verkaufen? Den Ja. wollten wir verkaufen. Gut, 110.000 sollte zwischen 110, zwischen 75 und 110.000 liegen. Verlangen wir 150. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist ungefähr die Summe, die man sich da vorstellen kann. Ja, ich hätte es vielleicht nochmal 140. 150, da habe ich schon wieder meinen Zweifel. Wir sind jetzt über 40% drüber. 115 plus 5% Kaufgebühr. Ja, wir brauchen das Geld in dem Fall gleich. Ja, das ist schon richtig. Von daher, Gegenangebot? dann machen wir nur 30 und ohne Weiterverkaufsgebühr. Jo, bezahlt er. Naja. Jetzt muss der Posipal nur wechseln, der gute Mann. Genau. Und dann wollen wir auch weitergehen. Einen Tag schaffen wir es, dann kommt schon der nächste Posipal-Interessent. Also der könnte dann doch wohl auf jeden Fall gehen. Versuchen wir das ungefähr ähnlich zu handhaben. Ja, würde ich gleich mal mit 150.000 einsteigen. Richtig. Wenn er so beliebt ist. Gerade sagen, also wenn die Leute den haben wollen, der sagt 120. Gehst auf 140 runter. Bleibt bei 120. Sagen Ja, wir. 130 sollten es sein. Ja, genau. Also ohne 130, da ist da nichts zu machen. Da haben wir schon einen Interessenten, der 130 zahlt. 130 akzeptiert er auch. Gut, damit dürfen wir schon von ausgehen. Also irgendwohin wird er jetzt schon wechseln. Der hat zwei Angebote vorliegen, da kann er sich was aussuchen. Jetzt kommt noch Herkes ein Angebot. Ich glaube, den wollen wir nicht verkaufen.
Auf der Transferliste? Ne, den wollten wir nicht verkaufen. Das lehne ich mal dann schön ab. Was ist das? ZDM. Ja, also deswegen verkaufe ich ja Posipal, weil ich den Herkes behalten wollte. Dann würde ich sagen, hier ablehnen. Und soll ich auch direkt schon Angebote blocken für den? Ja, dann block erstmal, ja. Gut. Dann wieder einen Tag weiter. In dem Tempo geht es ja jetzt anscheinend momentan. Ah, jetzt kriegen wir so ein paar Tage mehr hin. Gut. So, Stillstand bei den Transferverhandlungen für Posipal. Also der erste hat schon mal abgesagt. Die konnten keine Einigung über die Laie erzielen. Was? Laie? Hä? Nix Laie. Ich hatte doch verkauft, oder? Also ich sollte noch verkaufen. Richtig schon, ja. Laie. Ah, stimmt was bei denen FIFA nicht wieder. Gut, jetzt haben wir den zweiten Spieltag. Ich gucke nochmal ganz kurz. Wir sind jetzt auf Platz 16 gelandet. Nach dem ersten Spieltag. Jetzt geht es gegen Preußen Münster. Also schon wahrscheinlich ein richtungsweisendes Spiel jetzt erstmal, ne? Ja, jetzt schauen wir die Mannschaft rein. Ist soweit fit? Denke, dann können wir auch so auflaufen. Gibt soweit keine Probleme, würde ich sagen. Ansonsten, ja, Vrsorgic ist halt noch ein paar Wochen verletzt. Gut, was sagst du? Ziel ist hier? Fragezeichen. Ja, ich. Auswärts. Auch hier, ich würde erstmal überall mit dem Punkt halbwegs Ja, leben. so grad, das hätte ich jetzt auch gerade so einen Punkt. So. Wäre es zu Hause, würde ich mir vielleicht sogar zumindest eine kleine Hoffnung so auf den Dreier machen. Verzeihung, die kleinen Ruckler kennt ihr ja mittlerweile. Aber solange es jetzt auswärts ist, wollen wir mal sehen, dass wir hier mit dem Punkt dann wieder zurückkommen. Gut. Wollen wir mal sehen hier. Also besonderen Schreck habe ich noch so aus Real-Life-Erinnerung ist der Grimaldi. Der hat uns die Bälle da um die Ohren gehauen. Da muss man aufpassen. Allgemein Münster, ein Team, was ja grundsätzlich sehr jung und sehr talentiert ist. Da kann echt ordentlich was aus denen werden. Da muss man aufpassen. Oh, schon stark gemacht. Die Schwarz sind hier. natürlich technisch nicht ohne. Da musst du Maschke das Ja. erste Mal schon eingreifen. Es ist schon mal ein anderes Spiel als eben noch gegen Würzburg. Suchen schon mal direkt den Zug zum Tor. Ich stehe nicht so tief. Nee. Ich spiele aber mit einem Stürmer nur. So, bin immer dazwischen. Die nicht hier zu schnell spielen lassen. Sobald sie das Spiel schnell machen, könnten wir nämlich hinten Probleme bekommen. Maldi, er verliert jetzt den Ball jetzt hier. Ballmott. Jetzt. Oh, und von Bergen? Van Bergen. Ah. Oh, und das ist natürlich zu klein. Oh. Das Kopfballduell ist dann natürlich zu klein. Da ist er kein Mann für. Ah, da muss der Nihus hier, der musste ja schon richtig anpacken, doch. Da haben wir jetzt gerade schon Feuer unterm Hintern gemacht, ey. Das sah nicht schlecht aus. Ah, die Ecke ist, glaube ich, ein bisschen versäbelt. Ja, ist ein bisschen versäbelt. So, was macht Vidovic so weit vorne? Der soll nach hinten gehen, das ist ein Innenverteidiger. Der ist sowieso so spät hinten. Muss ich zusehen, dass den niemand hier aufhalte. Oh. Und wäre ihr abseits gewesen. Gut, dann gibt es Freistoß. Ja, okay, aber wir hatten jetzt schon mal gerade die erste heiße Situation. Freut mich auf jeden Fall. Ja, mal schauen, wie es wird, wie jetzt Münster das dann weiterspielt. Ich spiele mit ganz schön dichten Abwehr. Die haben, glaube ich, auch nur drei Innenverteidiger. Drei in Fünferkette, ne? So eine Ja. Geschichte. Dreierkette, die dann zur Fünferkette wird. Ah, Vidovic natürlich großer Mann, der haut da dann zwischen, aber ich kann den Ball da nicht festmachen, schade. Ja, da fehlt es den Spielern noch ein bisschen am technischen Geschick. Oh, lässt mich der Hoffmann da aufsteigen. Flanke kommen. Oh, und du Maschke.
Oh, schön über die Außen jetzt von Bergen. Ach, Ecke. Ja, da fehlt ihm jetzt noch ein bisschen am Abschluss. Ja, wobei er war halt ein Ball inzwischen so. Also, Ja, okay, da war noch ein Ball dazwischen, ja. wenn das da nicht gekommen wäre, wer weiß. So, jetzt Heinrich jetzt hier. Mit dem Konter. Oh, ist der stark. Ist der körperlich stark. Ey, ei, ei. Den konnte ich ja nicht halten. Mal aufpassen. So, Grimaldi. Macht da der Holthaus das Ding klar. Uiuiuiui. So sollte das definitiv nicht werden. Da geht der Holthaus hin und da muss Domaschke richtig zupacken. Ach du Kacke. So, Ecke. Oh. Hoppla, da hatte ich schon eine Taste gedrückt gehabt. Mist. Mein Fehler an dieser Stelle. Hoffentlich wird das nicht bestraft. Nee, anscheinend erstmal nicht. Ja, sind immer recht früh dran hier. Ballmarz hat jetzt mal ein paar Meter Platz. Und Kanatowski hat Platz gehabt für eine ordentliche Flanke. Ja, wurde aber wieder geblockt. Vidovic! Schade. Ah, wir nähern uns langsam dem Tor an. 34 Minuten. Bis jetzt noch eine recht offene Partie. Wie gesagt, solange es die Münsteraner nicht zu schnell machen, komme ich da hinterher. Das ist so gefährlich. Ja, das ist gefährlich. Mann. Wow. Ja, also bei Weitem, wir kontrollieren das Spiel hier nicht. Ja, es ist auf jeden Fall spielt hier Münster, spielt ein ganz anderes Spiel. So, jetzt schön auf Giert. Oh. Oh, das muss doch klingeln. Gott. Na, da kommt der Vidovic nicht hin, wenn da vier Spieler vor sind. Ah, schade, das war jetzt gerade tatsächlich die Szene. Also wenn wir jetzt nachher hier 0-0 spielen oder verlieren, dann wissen wir, welcher das lag. Ja. Aha, komm schon, Ballmart, da musst du auch hin. Hoppla. Da war ich schon deinen Tacken zu Schlechter weit. Pass. Oh, Heinrich, jetzt muss ich aufpassen. Ich brauche hier einen oben bei Grimaldi. Da ist er jetzt. Oh, und da kann er jetzt gleich. Oh, Und Scheibengeist, dreht oh. nochmal. Ja, die Drehung ist dann zu viel gewesen. Ne? Abseits. Gut. Glück gehabt. Oh! Schöner Pass. Eieieiei. Das ist ein gefährliches Tackling. Das macht man auch nicht einfach so. Um genau. Und nochmal Ecke. So, jetzt müssen wir auch mal aus der Ecke hier wieder was machen. Ach, und da legen sich. Oh, da hat sich, glaube ich, ein Münsteraner verletzt. Der liegt da jetzt. Gerade im Kopf von Er kommt wieder Vidovic. hoch. Und Halbzeit. Ja, tatsächlich, beide Teams haben ihre Chancen, würde ich sagen, so, ne? Ich habe das Ja. Gefühl, das geht nicht 0-0 aus. Und die anderen So, sind schon wieder zu wie Ende, die anderen Partien. Interessant. Erfurt gewinnt gegen Magdeburg. Wow. Fortuna gegen Jena, das heißt 6 Punkte aus 2 Spielen, schon mal gut für die. Zwickau Zwickau gegen. gewinnt. Rostock verliert gegen Groß Asbach. Chemnitz Paderborn gewinnt. und Aalen gewinnt gegen Halle. Ja, schon interessant. Interessant. Da wo man sagen muss, also gerade die Aalen, da habe ich ja auf Rechnung. So als mein Geheimfavorit für den Aufstieg. Die haben letztes Jahr schon gut gespielt, so hatten aber ihre Punkteabzug gehabt wegen ihrem Insolvenzverfahren. Muss man mal gucken. Wie gesagt, unser Ziel ist ja erstmal Tabellenmittelfeld. Ah. Ja.
So, jetzt auch mal sehen, dass wir in der zweiten Halbzeit wenigstens ein Tor machen. Wäre ich auch für. Oh, Mist, lässt sich Holthaus seinen Ball wegnehmen. Jetzt machen die unseren bisherigen. Ach nee, ist ja gar nicht der einzige Neueinkauf, aber. Unser Neueinkauf fertig. Die attackieren ja sehr früh die Monsteraner. Also guck, die spielen. Oh ja, die spielen richtig offensiv. 0-0 gefällt ihm wohl überhaupt nicht. Nee, anscheinend nicht. Ah. Soll jetzt verbergen, ja? Da ist der Körperlicht dann zu schwach. Ja, der Junge hat halt viel Potenzial, so, aber das muss dann alles erstmal zum Tragen kommen. Das braucht noch ein Beilchen so. Oh ja, das ist ein starker Ballgewinn. Schön gemacht. Ah, und dann darf ich der Pass. Ja, darf ich den nicht auf Giert spielen. So, Heinrich jetzt hier nochmal über die Außen, Grimaldi. Wieder auf Heinrich, wird gleich die Flanke kommen. Oh, und dann, wieso läuft denn der... Und Hoffmann, völlig allein. Ja, der Holthaus hat er plötzlich einfach abgedreht. So 60. Minute, was schlägt denn der mir vor? Der sagt mir, Kanatowski raus, Kleinsorge rein. Ah, lass ich es mal verstreichen. Dann rüber nach rechts und mal gucken. Ist schwer, aber damit habe ich auch gerechnet. So, Van Bergen, na, hat er jetzt wieder seinen Fuß dazwischen. Einwurf. Eieiei, hallo? Ja, das ist Freistoß. Gut, daraus können wir jetzt auch vielleicht was drehen. Wollen wir mal wechseln, oder? Ach, ja, sollen wir erstmal den Leugas geben, den brauche ich jetzt nämlich noch für den Standard hier, weil das ist eigentlich der Freistoßmann hier. So. Giert! Jo! Schönes Ding! Da sitzt das Ding. Deswegen wollte ich den Leugas noch drin behalten, der kann zumindest so ein bisschen schießen, so, geht so. Reicht dafür auf jeden Fall. Sehr gut. Erstes Saisontor, 65. Minute durch den Standard. Auf jeden Fall wichtig. Ja, aber auch schön gemacht. Gut, jetzt sagt er mir Vidovic raus, Senniger rein. Nee, das passt mir überhaupt nicht. Dann gehe ich mal jetzt mal manuell eben rein. Also wenn der Vidovic platt ist, was ich nicht verdenken kann bei den schnellen Leuten, hole ich den Puttkammer mal rein. Offensiv würde ich jetzt so erstmal drauf verzichten wollen. Ich würde dich erstmal nichts weiter machen, ja. Ja, ich würde vielleicht noch den Wagner bringen für Leugas. Das weiß ich noch nicht. Wie viele Minuten haben wir denn jetzt? 65. Ja, 10 Minuten kann der Leukers auf dem Feld bleiben. Dann ziehe ich dann nochmal die Wechseloption. Gut, Benjamin Giert, erstes Tor jetzt hier für Meppen in der dritten Liga-Saison. Damit auch das erste Drittligator ja so gesehen für uns nach, keine Ahnung wie viele Jahren, Unterklassigkeit. Jetzt ist wahrscheinlich natürlich Münster dann dementsprechend gestachelt. Oh, technisch stark. Ja, muss ich gucken. Also ich denke mal, Münster will das natürlich hinten aufmachen und dafür noch mehr in der Offensive Druck ausüben. Ja, die müssen ja jetzt aufmachen auf jeden Fall. Da dürfte vielleicht Platz für Konter sein, aber du musst natürlich jetzt auch sicher stehen. Eieiei, und der Ritziger hat einen ganz gewagten Tackling rein, kriegt aber den Ball und ich krieg den nicht unter Kontrolle. Ah, ein Segen. So, Putt kann man keines mal 2-3 Meter machen. Jetzt brauche ich mal Unterstützung hier von Kanatowski. Hier zurück zur Puttkammer. Das ist hier alles so eng. Das ist so eng, wie die Münsteraner hier den Spielraum für mich gestalten. Die Abwehr haben sie quasi eingestampft. Ja, guckt ihr das doch an. Alle in der gegnerischen Hälfte aus dem Torhüter. Dann spiele ich jetzt mal einen hohen Ball und der kommt an. Oh! Schade. Okay, das ist der Kopfball, der von Bergen verliert. Oh, nee, gewinnt er sogar. Granatowski, eieiei, Ecke. Gut, das ist jetzt mein Stichwort. Hier werde ich jetzt nochmal einen Wechsel einfügen.
Und zwar bringe ich jetzt hier nochmal für den Leugas den Wagner rein und für. Ja, mal gucken. Kann der Senniger auch Innenverteidigung spielen? Nee, LV, RV. Holthaus, was kannst du so? Nur LV. Eskaczewski. ZOM. Alles klar. Okay. Abenteuerlich. Ach, eine Sekunde, Posipal, du bist ein IV, nämlich noch, wollte gerade sagen. Dich habe ich nämlich, glaube ich, schon mal gesehen im IV. Dann nehme ich dich nämlich nochmal rein für den Gebers. So, dann haben wir jetzt nochmal eine frische Innenverteidigung. So, letzte Wechsel hier. Oh, ne, brauche ich gar nicht so gesehen. Dann mache ich den Ball, weil den bringe ich mal hier hin. Dann nehme ich mal den Giert ein bisschen weg, hole ein bisschen Anlauf und bringe den Ball mal rein. Ach, und der ist viel zu unpräzise. Viel zu unpräzise. Und es gehäuft ja Konter von Münster. Eieiei. Ach, Glück, aber spielen noch einmal wenigstens hinten rum. Kann sich zumindest die Viererkette hin informieren. Ich brauche den richtigen Spieler. Dankeschön. Ah, schade, wenn der jetzt da durchkommt zu Granatowski, dann könnte das gewesen sein. Aber so muss ich weiter zittern. Oh, Rizzi, Grimaldi. Ah, oh, und kein Freistoß. Dann mal immer mit der Ruhe, Leute. Verliere ich das Kopfballduell, das ist schlecht. Immer noch nicht Schluss. Jetzt reicht's nochmal. Obwohl, doch. Ja, okay. Wollte gerade sagen. Habe den Schlusspfiff jetzt noch nicht gehört. Nur die ersten 3 Punkte eingefahren. Ja, definitiv solide. Bin ich ganz froh drüber. Wir waren, ja, wenn man guckt so, also 9 zu 12 Schüsse ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt. 5 zu 6 Torschüsse und 50 zu 50 Ballbesitz. Also auf jeden Fall ein sehr ausgeglichenes Ja, Spiel. nee, Münster war schon nicht schlecht. Genau. Also da können wir froh sein, dass wir jetzt hier die Punkte mitnehmen konnten. Gut, die Ergebnisse kennen wir schon. Dann werfen wir jetzt zum Abschluss der Folge nochmal einen Blick auf die Tabelle, würde ich sagen. Und zwar, einen Tag muss ich noch weiter, damit das auch richtig ist. Oh, englische Woche auch noch. So, Simulation wird gestoppt. Was ist im Büro noch? Hallo, sollte gestoppt werden. Ach, das wird wieder nicht gestoppt. Posipal ist verkauft. So, 90.000 nochmal aufgestockt, sehr schön. Und Und Giert, Giert. Dresden. Tut mir leid, da mache ich keine Ausnahme für dich. Das Ding wird, der wird nicht verkauft. Zumindest jetzt noch nicht. Das braucht noch. Zumindest dieses Jahr brauche ich den noch. Ja, ich denke immer. So, ablehnen und blocken. Dankeschön. Gut, okay, jetzt blicken wir nochmal auf die Tabelle. Mal sehen, ob wir jetzt schon was sehen können. Okay, jetzt haben teilweise schon manche 3 Spiele gespielt, aber das reicht ja, um erstmal eine aussagekräftige Tabelle ein bisschen mehr zu haben. So, praktisch gesehen führen jetzt hier Tabelle an, Wien und Zwickau mit 7 bzw. 6 Punkten. Ja, Fortuna kommt danach, dann die ganze halt 2-Spiele-Fraktion runter bis einschließlich uns. Auch Osnabrück hatte einen ähnlichen Start erwischt wie wir. Mit einem Sieg, ein Unentschieden. Mal gucken, Lotte, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Das ist ja alles so diese Lokalrivalen hier. Mal gucken, gibt eine Menge Derbys hier für uns. Also, so Preußen gegen Meppen ist schon so ungefähr ein Derby. Dann gucken wir mal. Und den Fehlstart erwischt hat Unterhaching. 3 Spiele, 3 Niederlagen. Ja, Um die steht es jetzt nicht so doll. interessant. Ja, auch Also Magdeburg. vor allen Dingen, dass Zwickau da oben steht. Ah, warte mal, Magdeburg. Ein Spiel, 2 Spiele, ein Unentschieden, 1 Niederlage. Und wir spielen jetzt, glaube ich, gegen die. Ja. Ja. Okay, das kann dann natürlich interessant werden. Also wir können jetzt ja auch für Magdeburg für einen Fehlstart sorgen. Für mich auch einer der Favoriten hier auf dem Aufstieg oder zumindest im Aufstiegsrennen. Das ist natürlich interessant in der nächsten Folge. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sind am Ende. Ich Kannst bedanke du nochmal mich. aufs Transferbudget gucken gehen, kurz? Ach, klaro. Wenn du das noch brauchst, 83. Gut. Ja, muss man gucken, wie das hängt. Also es steht und fällt noch alles so ein bisschen mit Wagner. Ja, es ist ja noch Zeit bis Schluss. Richtig. Einen Monat noch.
Gut, so, jetzt aber. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein. Spieler ist Maus bekannt gegeben von Groß Asbach. Und auch natürlich bei dir, Teuto, dass du mit dabei warst. Und Ja, würde klar, sagen, gerne. ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Beim nächsten Mal ist dann wieder Jonas mit dabei, planmäßig. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Bum, 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 Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Ba-dum-bum-b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 a-dum-bum